Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Lieben, ich möchte noch ein kurzes Video machen zum letzten Sonntag. Am Samstag konnte ich nicht. Wir kamen erst aus Griechenland, aus Hellas zurück. Und am Abend war schon die große Agribne, der Nachtgottesdienst zur Slava Banigiri, der heiligen Marina, hier in unserem Kloster. Aber ich möchte trotzdem das Evangelium lesen und kurz etwas dazu sagen. Morgen geht es normal weiter. Das Evangelium war entnommen dem 14. Kapitel bei Matthäus, Verse 14 bis 22. Ich lese vor. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er war von Barmherzigkeit gegen sie gerührt und heilte ihre Krankheiten. Als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Stunde ist schon vorgerückt. Entlass die Volksmenge, damit sie hingehen in die Dörfer und Speisen kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm: Wir haben nichts hier außer 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringet sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte gegen den Himmel und segnete und brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie der Volksmenge. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Sie hoben auf, was an Brocken übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Soweit das heilige Evangelium. Ja, ich möchte also einen Vers mehr oder weniger als besonders herausheben, für mich besonders wichtig, nämlich der erste, also der Vers 14, aber der erste in dieser Perikope. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er war von Barmherzigkeit gegen sie gerührt und heilte viele Krankheiten. Wenn etwas Christus in besonderer Weise ausgezeichnet hat, neben seiner Heiligkeit und all das, dass er eben mit Vollmacht gewirkt hat, war es sicher seine Barmherzigkeit, die den Menschen, besonders beim Matthäus-Evangelium, bei allen Evangelien natürlich, besonders auszeichnete. Und so auch heute. Er steigt aus dem Boot, sieht die Menschenmenge, und wie wir später erfahren werden, sind es ja mindestens 5000 Männer und sicher ebenso viele Frauen und Kinder. Und er wird von Erbarmen ergriffen. Er sieht die Not dieser Volksmenge. Und wie es heißt, er heilt die Kranken. Die Kranken, das wissen wir aus dem Evangelium, das können leiblich Kranke sein, es können geistig Kranke sein, es können Besessene sein, es können die Sünder sein, dass ihre Seele geheilt wurde, also sehr vieles. Heute im Evangelium nun zeigt sich aber seine Barmherzigkeit in einer außergewöhnlichen Form. Das sind also vielleicht so 10.000 Leute mitten in Gestrüpp, in der Wüste, in einer Einöde. Und es wird schon Abend. Und die Apostel sehen das und sagen: Herr, schick sie nach Hause, es ist Zeit, oder die nahegelegenen Dörfer, es ist Zeit, denn es wird Abend und die müssen ja auch irgendwann was essen. Und der Herr sagte: Nein, warum sollen wir sie wegschicken? Gebt ihr ihnen zu essen? Naja, wir haben doch nur diese paar Brote, die 5 Brote und die paar Fische. Wie sollen wir damit so viele Menschen satt machen? Und wie wir im Evangelium dann gehört haben, hat Christus sie satt gemacht. Und es blieben dann noch so viele Körbe voll, wie es im letzten, an der letzten Verse hieß. Es waren 12 Körbe voll übrig geblieben. Das heißt, es war am Schluss mehr, als es am Anfang war. So zeigt sich so schön die Barmherzigkeit Christi, wie sich der Menschen erbarmt. Und das tat er nicht nur zur damaligen Zeit im Evangelium, sondern er tut es die ganzen 2000 Jahre. Und eigentlich müssen wir sagen, er tat es schon von Anfang an, von Adam und Eva, welche er das Paradies gegeben hat. Es zeigt sich bei Moses und dem Volk Israel, als es aus der Knechtschaft des Pharaos befreit hat und wie sie durch die Wüste zogen, wie er sich um sie gesorgt hat, wie er sie behütet hat, wie er sie beschützt hat
und letztendlich trotz Undankbarkeit und Abfall vom Glauben er sie nach 40 Jahren in das gelobte Land gebracht hat, das heilige Land. Und so ist es eben dann auch im Neuen Testament, wie wir heute gesehen haben, an vielen anderen Stellen, aber eben auch die Zeit nach Christi leben in dieser Welt, geschieht dies bis heute. Gott zeigt seine göttliche Barmherzigkeit. Auch das erleben wir an den vielen heiligen Stätten, die wir haben. Wir Menschen in ihren Sorgen und Nöten kommen, vielleicht wir selbst auch schon die Erfahrung gemacht haben, und wir dort getröstet werden, geheilt werden, wieder zufrieden nach Hause gehen. Also diese Barmherzigkeit Gottes, sie hört nicht auf. Christus ist barmherzig. Sein Herz, sein göttliches Herz sozusagen, seine Liebe erbarmt sich über uns. Die Frage ist wieder einmal, wie antworten wir? Sagen wir Danke? Sind wir bereit, unser Leben umzustellen auf ihn hin? Oder erwarten wir immer nur Wunder und Hilfe von Gott, wenn wir in Not sind, und dann, wenn das geschehen ist, vielleicht noch nicht mal Danke, und dann gehen wir wieder in den Alltag zurück. Es ist gleichsam unser Recht, dass Gott mit uns barmherzig ist. Aber so ist es nicht. Es ist ein Trugschluss. Wir haben vor Gott keine Rechte. Wir sind seine Geschöpfe. Und Christus sagt sehr wohl, ihr seid nicht mehr Knechte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde, meine Brüder, meine Geschwister sozusagen. Und daher sagt er auch Vater unser im Himmel. Ja, also könnte man meinen, nun also doch haben wir Rechte. Nein, denn in der Liebe gibt es keine Rechte. In der Familie, welche Rechte gibt es da? Heute wird das gemacht. Ja, je gottloser die Welt wird, umso mehr wird auf Rechte gepocht. Aber sie mein Zeichen dafür, dass die Liebe verloren gegangen ist. Je mehr ich auf Rechte pochen muss, umso mehr bedeutet es eben, dass die Liebe nicht vorhanden ist. Wenn ein Ehepaar sich liebt, warum braucht es da Rechte? Wenn ich liebe, will ich dem anderen das Gute und der andere mir. Also welche Rechte brauche ich da? In der Familie, wenn ich meine Kinder liebe und die Kinder die Eltern liebe, welche Rechte brauche ich da? Rechte brauchen wir sozusagen nur zur Absicherung, wenn das Fundament nicht die Liebe ist. Aber im Verhältnis Gott-Mensch ist das Fundament die Liebe, von Gott aus zumindest. Ja, aber bei uns fehlt es eben, wie ich gesagt habe, wir wollen Rechte von Gott. Wir haben das Recht, auch in der Kirche, wir haben Rechte und wir wollen das und jenes. Aber wie gesagt, je mehr wir Rechte einfordern, umso klarer wird es, dass die Liebe klein ist in unserer Gemeinschaft, in unserem Leben, in unserem Miteinander. Nicht nur Gott gegenüber, sondern eben auch dem Nächsten gegenüber. Dort, wo Erbarmen stattfindet, braucht es keine Rechte. Christus stieg aus, er sah die Volksmenge, er hatte Erbarmen, er wollte nur helfen. Also, wir haben kein Recht darauf, dass Gott mir hilft. Wir haben nicht das Recht, dass er meinen Willen erfüllt. Wir haben nicht das Recht, dass er mir den Sex am Lotto gibt, dass er mir Karriere gibt, dass er mir eine hübsche Frau gibt, was weiß ich, eine gute Frau gibt. Diese Rechte gibt es nicht. Wir haben kein Recht darauf, dass ich gesund bleibe, dass ich gesund bin. Es sind Geschenke Gottes. Das sollten wir immer bedenken. Es sind liebende Geschenke Gottes. Aber wir achten sie nicht mehr, weil wir eben meinen, wir haben Rechte. Und wenn es nicht so ist, wie ich denke, dass mein Recht erfüllt wird, dann bin ich böse mit ihm, dann hadere ich mit ihm, dann kämpfe ich gegen ihn, dann glaube ich nicht mehr an ihn, dann will ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ja, und gehe von ihm weg. Wenn er mir aber meinen Willen erfüllt hat, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist das eben selbstverständlich. Es war ja mein Recht. Ich muss noch nicht mal Danke sagen. Gott muss das ja erfüllen. Gott muss das tun. Seht ihr, wie wir oft im Leben, im Glauben, in unserem Verhältnis Gott gegenüber schwimmen und meinen, wir lieben Gott, wir lieben unsere Familie, wir lieben unsere Nächsten, wir haben Erbarmen mit den Menschen. Nein, oft ganz wenig. Und glücklich die, die es haben. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen natürlich. Und bete auch darum, aber wir müssen uns auch in diesem Punkt
der ernsten Lage klar werden, dass wir eben noch viel zu tun haben. Es ist jetzt nichts Trauriges. Das ist nichts, wie soll ich sagen, was uns irgendwie depressiv oder melancholisch machen sollte oder gar Angst einjagen sollte, sondern es sollte uns animieren, über unsere Liebe Gott gegenüber und dem Nächsten nachzudenken. Haben wir Erbarmen mit dem Nächsten oder fordern wir von ihm? Wollen wir ihm helfen oder erwarten wir, dass er mir immer hilft? Das sind Fragen, die wir uns sozusagen stellen sollten, um sie dann zu korrigieren. Angst haben muss nur der unter uns, der sich nicht ändern will, der sich diese Frage nicht stellt, der nicht bereit ist, sich zu ändern, ebenso vom Rechtsverständnis in unserem Verhältnis zum Gott, um Nächsten wegzukommen und ins Liebesverhältnis zu gehen. Ja, der muss Angst haben, denn dann in der Tat wird auch das Recht, das göttliche Recht sozusagen zutreffen, die göttliche Gerechtigkeit, und die ist furchtbar, die göttliche Gerechtigkeit, denn sie wird uns ausschließen. Dann in der Tat müssen wir Angst haben. Aber wenn wir uns mühen, wenn wir darüber nachdenken und versuchen, die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, auch den anderen zu schenken und nicht so sehr auf Rechte zu beharren, dann können wir frohgemut und voller Hoffnung unseren Weg gehen. So, das ist nur so ein paar Gedanken zum letzten Evangelium. Morgen kommt dann wieder das Regelmäßige und wird auch wieder ein wenig länger sein. Gott segne euch und behüte euch auf die Fürsprache der Großmärtyrin Marina. Ihr seht ein bisschen Schatten auf dem Hintergrund, die Abteikirche, die ja der heiligen Marina geweiht ist. Also herzliche Grüße aus Bosnien, dem schönen, sonnigen Bosnien, das auch noch immer relativ heiß ist. Gottes Segen.